Man wurde umgebracht oder endete im Knast. Philadelphia war Anfang der 1990er eine Hochburg des Drogenhandels, vor allem für Heroin und Kokain. Die Preise fielen, die Verkaufszahlen stiegen. Jackie Wright war ganz groß dabei. Er war clever. Er kümmerte sich um uns und er liebte seinen Sohn. Mit ihm konnte einem nichts passieren. Es war ein Kopfschuss. Ich dachte, sie zerbricht daran. Alle denken, dass Jackie mir viel Geld hinterlassen hat, aber nein, ich habe ein Kind. Ich konnte mich nicht einfach hinlegen und sterben, also gingen die Geschäfte weiter. Wir machten viel Geld, sehr viel. Sie übernahm. Ich schnitt meine Haare ab, ein neuer Look. Sie wusste, wer seine Kunden und Bezugsquellen waren. Thelma war schon immer eine Geschäftsfrau. Ich wollte vorankommen. Die Leute denken, dass es ein reines Männergeschäft ist, aber Thelma spielte ganz oben mit. Jackie hat schon vor langem gesagt, solange keine Leichen auftauchen, ist alles gut. Plötzlich fielen Schüsse. Ein Typ tauchte auf und hielt mir eine Knarre an den Kopf. Bei dieser Art Leben wird man nicht alt. Zwei Optionen, Tod oder Gefängnis. Das war's. Was anderes gibt es nicht. Gangster, ohne Skrupel und Moral, Thelma Wright. Philadelphia 1986. Der Basketballstar Dr. J ist auf Abschiedstour. Irving beendet seine aktive Sportlerkarriere mit mehr als 30.000 Punkten. In der Unterwelt von Philadelphia ist es die Zeit eines Generationswechsels. Die Junior Black Mafia hat die Macht übernommen. Allein dieses Jahr bisher 8 Schießereien. Philadelphia macht sich auf mehr Gewalt gefasst. Im Süden Philadelphias ist ein psychopathischer Killer auf der Jagd nach Afroamerikanerinnen. Der 28-jährige Harrison Graham hat gestanden, Frauen mit Hilfe von Drogen in seine Wohnung gelockt zu haben. Am Freitag wurden 6 Leichen gefunden. Dieser Sommer ist einer der heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und für eine Frau ist er der Anfang einer rasanten Gangsterkarriere. Ihr Name: Thelma Wright. Der Drogenhandel ist wie jedes andere Geschäft. Es läuft genau wie in jedem anderen Konzern in Amerika. Aber wie in jeder anderen Branche stoßen Frauen immer wieder auf Probleme, die Männer nicht haben. Solange niemand getötet wird, ist alles okay. Thelma Wright war anders als die meisten Drogenhändler. Thelma war bodenständig und versuchte, Aufsehen zu vermeiden. Sehr religiös, sehr sportlich. Sie kam nicht aus benachteiligten Verhältnissen. Sie kannte keine Armut oder Missbrauch. Wenn man sie so sah, hätte man das niemals gedacht. Sie ist der Beweis dafür, wie weit eine clevere Frau es in einer Männerdomäne bringen kann. Thelma Wright nach dem Äußeren zu beurteilen, wäre ein Fehler. Tagsüber arbeitet sie als Geschäftsfrau an der Ost- und Westküste der USA. Im Schutz der Dunkelheit ist sie eine Gangster-Queen, die ein Leben auf der Überholspur führt. Ich habe viel Geld gemacht. Wirklich sehr viel. Erinnern Sie sich an die Stelle in der Pate, wo es heißt, in diesem weißen Pulver steckt eine Menge Geld? Da hatte er recht. Aber das Luxusleben sollte einen hohen Preis haben. Für Thelma Wright beginnt alles mit einem Mann. 1977. Sein Name ist Jackie Wright. Ich hatte von Jackie gehört, bevor ich ihn traf. Er ist 10 Jahre älter als sie und eine der Schlüsselfiguren der Black Mafia von Philadelphia.
Die Black Mafia war eine Gruppe, die damals anfing, den Drogenhandel in Philadelphia zu kontrollieren. Eine äußerst skrupellose Straßengang. Sie ermordeten Polizisten und hatten keinerlei Respekt vor Menschenleben. Zu meiner Zeit gab es die Black Mafia nicht mehr. Man erzählte mir aber, dass Jackie Verbindungen zur Black Mafia hatte. Von Gangaktivitäten bekam ich nichts mit, aber es gab mehrere Leute, die darin involviert waren. Jackie Wright verkauft Heroin. Nicht als Kleindealer, sondern kiloweise. Das Geld gibt er dann in seinem Viertel aus. Er war ein hochrangiges Mitglied der Black Mafia von Philadelphia. Einer der bedeutendsten Heroinhändler der Gegend. Thelma ist Sekretärin einer Firma für Medizinbedarf. Mein Highschool-Abschluss war etwa anderthalb Jahre her. Eines Tages ging ich von der Arbeit nach Hause und sah auf der Broad Street plötzlich dieses riesige rote Cadillac Eldorado Cabrio. Ein wunderschönes Auto. Und er saß drin. Unsere Blicke begegneten sich. Aber dann wandte ich mich ab und er fuhr weiter und bog ab. Später in diesem Sommer wird sie ihm offiziell vorgestellt. Er war viel älter. Ich war noch so jung und naiv und konnte überhaupt nicht verstehen, warum er ausgerechnet mit mir ausgehen wollte. Er war ein böser Junge. Mädchen mögen böse Jungs. Er war immer perfekt angezogen, immer sehr elegant. Schöner Schmuck und ein schönes Lächeln. Jackie Wright spielte immer ganz oben mit. Er war clever. Innerhalb der Gang genoss er großen Respekt. Ich war schon immer sehr abenteuerlustig. Er war dieser Kerl, über den die Leute viel Positives sagten, aber auch jemand, den man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Am Ende des Jahres sind die junge Frau und der schicke, extravagante Mann ein Paar. Wir gingen aus und fuhren dann die halbe Nacht einfach mit seinem Auto durch die Gegend und unterhielten uns. Das war der Beginn unseres gemeinsamen Lebens. Er fliegt mit ihr nach Kalifornien, um eine Woche die Sonne zu genießen. Ich war noch nie in Kalifornien gewesen. Das war der Moment, in dem ich wusste, dass ich in ihn verliebt war. Doch für Jackie Wright ist es auch eine Geschäftsreise. Er hatte eine Quelle in Kalifornien, eine Kontaktperson, von der er die Drogen erhielt, die er dann in Philadelphia weiterverkaufte. Als Thelma nach Hause zurückkehrt, weiß sie über das Geschäft ihres Freundes Bescheid. Dieses Viertel im Norden Philadelphias ist ein bekannter Treff für Junkies, wo Süchtige hingehen, um Drogen zu spritzen. Ich war damals 21. Ich habe die Dinge passieren lassen, auch wenn ich nicht wusste, was das hieß. Ich war sicher, dass er nie etwas tun würde, das mir schadet, sondern dass er mich immer beschützen würde. Doch damit liegt sie falsch. Jackie Wright hat zwei Seiten. 1979 gibt es Streit. Sie schimpft mit ihm, weil er an ihrem Geburtstag arbeitet. Er nahm damals Drogen und war high. Ich schaute ihn wütend an, er kannte diesen Blick genau. Er wusste, was es bedeutet, wenn ich den Kopf schieflege und damit wackle. Das machte ihn rasend. Ich wollte weggehen, drehte mich nochmal um und da sah ich die Pistole. Er schießt ihr ins Bein. Ich falle zu Boden, weine und schreie und alle laufen weg. Jemand rief mich an und sagte, dass Jackie auf sie geschossen hat. Mein Herz setzte kurz aus, weil ich dachte, sie wäre tot. In der Notaufnahme schauen plötzlich diese zwei Weißen auf mich runter. Es sind Polizisten. Sie fragen, was passiert ist. Ich sage, ich weiß es nicht. Sie fragen, wissen Sie, wer auf sie geschossen hat? Ich sage, nein, keine Ahnung. Jackie Wright ist so verzweifelt über seine Tat, dass er Thelmas Eltern anruft.
Er sagte zu meiner Mutter, Miss Brown, ich habe auf ihre Tochter geschossen. Sie sagte wirklich? Und er ja. Sie fragte, lebt sie? Und er sagte, ja, ich habe ihr ins Bein geschossen. Ich wollte sie nicht treffen, ich habe zu gut gezielt. Wenn man total verliebt ist, glaubt man, was man glauben will. Jackie Wright bekommt eine zweite Chance. Er leistet Wiedergutmachung, indem er ihnen ein Haus auf der anderen Seite des Flusses in New Jersey kauft. 1982 bekommen die beiden einen Sohn, Jakeem. Im Jahr darauf heiraten sie. Mein Vater und meine Mutter liebten ihn. Sie fanden ihn nicht gut für mich, aber sie liebten ihn. Er wuchs ihnen mit der Zeit immer mehr ans Herz. Er kümmerte sich um uns. Sie sind gut bei Kasse und kaufen einen Möbelladen. Er hieß The Right Place, nach unserem Nachnamen. Hauptsächlich hübsche, erschwingliche Möbel. Er wusste, dass der Laden ein einträgliches Geschäft für mich sein könnte, aber es sollte mich wohl auch beschäftigen. Sie bauen sich ein perfektes Vorstadtleben auf. Aber dann wird die Idylle von der harten Realität eingeholt. Im Dezember 1985 wird einer von Jackie Wrights Partnern ermordet. Es gab damals einiges, von dem ich nichts wusste. Er war nur selten zu Hause. Einen Tag vor dem Begräbnis kam er nach Hause, aber es war eine Szene wie aus Scarface. Er war high, paranoid und redete nur wirres Zeug. Thelma Wright weiß nur, dass sie sich und ihren Sohn vor einer unbekannten Bedrohung schützen muss. Ich nahm meine Pistole, setzte mich im Kinderzimmer aufs Fensterbrett, bis ich so müde war, dass ich nicht mehr konnte. Aus Angst, dass jemand kommen und versuchen könnte, mich und meinen Sohn umzubringen. Kurz nach Weihnachten ruft Jackie Wright an und sagt, dass sie sofort ihre Koffer packen und keine Fragen stellen soll. Er schickt einen Freund vorbei, der ihr Tickets nach Kalifornien übergibt. Am 3. Januar flogen Jakeem und ich nach Los Angeles. Wir hatten nur zwei Koffer dabei. Ich weiß noch genau, dass ich zu meinen Eltern vor der Abreise sagte, ich komme nie mehr zurück. Diese Wahl sollte sie jedoch nicht haben. Wir gingen zum nächstgelegenen Polizeirevier und ich sagte, dass mein Mann vermisst wird. Der Beamte sagte mir, dass er im Haus war. Und ich weiß noch, dass ich losschrie. Das war mein schlimmster Albtraum. 1986 zieht Thelma Wright mit ihrem kleinen Sohn von Philadelphia nach Los Angeles, um dort einen Neuanfang zu versuchen. Ihr Mann, der Drogendealer Jackie Wright, der sie nach einem panischen Anruf in den Westen geschickt hat, bleibt in Philadelphia zurück. Mit seinem Geld kauft sie sich ein Haus und macht ein Geschäft für Designer-Trainingsanzüge auf. Sie versucht ohne ihn von vorne anzufangen. Ich habe meine Haare abgeschnitten, meinen Look verändert und zugenommen. Ich war glücklich, ich fühlte mich dort sicher. Am allerwichtigsten war mir, dass mein Sohn in Sicherheit war. Aber schon nach wenigen Monaten will Jackie Wright, ein Black-Mafia-Mitglied und eine bekannte Größe der Drogenszene, sie zurück. Er sagte, dass alles okay ist und ich wieder nach Hause kommen kann. Ich antwortete, ich bin zu Hause. Ich hatte in meiner Ehe viel durchgemacht und wollte das nicht mehr. Aber Jackie Wright schafft es, ihren Widerstand nach und nach zu brechen. Er besucht sie oft. Er will eine zweite Chance. Thelma Wright willigt schließlich ein, zu ihrem Geburtstag im August nach Philadelphia zu kommen. Am Tag davor versucht sie, ihn anzurufen. Ich hatte morgens schon mit Jackie telefoniert. Später versuchte ich es nochmal, aber ohne Erfolg. Da überkam ich plötzlich so ein merkwürdiges, unheimliches Gefühl, eine schlimme Vorahnung, die ich nicht erklären konnte. Ich sagte zu meiner Freundin, irgendwas stimmt nicht. Als er am nächsten Tag noch immer nicht zurückruft, nimmt sie den ersten Flug nach Philadelphia. Wir gingen zum nächsten Polizeirevier. Ich sagte meinen Namen und dass mein Mann vermisst wird.
Sie nennt ihnen auch einen potenziellen Verdächtigen, Dennis Rogers. Jackie hatte mir erzählt, dass er Dennis Rogers ein Kilo Kokain gegeben hatte und total sauer war, weil der ihm noch $25.000 dafür schuldete und er ihn nicht finden konnte. Diese Information führt die Polizeibeamten zu einer Sozialwohnung in Germantown, einem Problemviertel im Nordwesten von Philadelphia. Thelma Wright fährt mit ihnen. Der Polizist fragte mich, ob ich ein Foto von ihm hätte. Ich hatte in meiner Brieftasche ein Foto von uns beiden und gab es ihm. Er sagte, dass ich im Auto warten soll und ging wieder ins Haus. Dann kam er zu mir und sagte, er ist im Haus und er ist tot. Ich fing an zu schreien. Oder ich dachte, dass ich schreien würde. Mein Mund war offen, aber ich erinnere mich nicht, etwas gehört zu haben. Anscheinend eine Hinrichtung. Die Leiche ist so stark verwest, dass es Tage dauern könnte, die Todesursache festzustellen. Als ich erfuhr, dass er umgebracht worden war, konnte ich es nicht glauben. Auch Jahre später nicht. Das war unmöglich. Nicht er. Man hat ihn unten in den Hinterkopf geschossen. Er war praktisch sofort tot. Einfach tragisch. Es war schlimm, wirklich schlimm. Die Polizei nimmt an, dass eine rivalisierende Gang, die 20th and Carpenter Street Gang, für den Mord verantwortlich ist. Vergeltung für den Mord an einem anderen Drogendealer, den angeblich Jackie Wright angeordnet hatte. Sie fanden ihn im Haus, eingerollt in einen Teppich. Für den Typen, der das getan hat, war das praktisch ein Todesurteil. Einfach undenkbar. So geht man mit Menschen nicht um. Im Sommer 1986 war es extrem heiß. Sie sagten, wir möchten Ihnen mitteilen, dass Sie den Leichnam nicht identifizieren können. Er ist viel zu stark verwest. Aber ich musste ihn einfach sehen. Ich habe geweint und bin zusammengebrochen. Was sollte ich sonst tun? Sie hätte sich umdrehen und nach Los Angeles und zu ihrem neuen Leben zurückkehren können. Stattdessen übernimmt sie das örtliche Geschäft. Thelma Wright beginnt ein Doppelleben. Tagsüber Geschäftsfrau, nachts Gangster. Aber in Wahrheit hatte Thelma Wright schon immer zwei Seiten. Mein Vater sagte immer, wenn sie ein Junge wäre, säße sie schon im Gefängnis. So war sie. Sie passte auf uns auf. Wenn wir auf der Straße mit jemandem Probleme hatten, kümmerte sie sich drum. Thelma ist liebevoll und loyal, aber sie kann auch sehr rechthaberisch sein. Sie konnte dein bester Freund oder dein schlimmster Albtraum sein. Thelma ist die älteste Tochter von Lacey und Bootsy Brown. Er ist Vorarbeiter bei Philadelphia Electric. Sie zieht die sechs Kinder auf. Thelma kommt nach den zwei Jungs zur Welt. Ich machte genau, was meine Brüder machten und wollte ihnen immer alles nachmachen. Für mich und meinen Bruder war Thelma eine echte Nervensäge. Sie war ein total verwöhntes Balg. Thelma war Daddys Liebling. Sie konnte sich fast alles erlauben. Wir waren alle sportlich. Unser Vater war Basketballschiedsrichter und meine Mutter leitete einen Mädchenbasketballverein, in dem auch meine drei Schwestern spielten. Thelmas Vater ist entschlossen, seine Kinder aus Schwierigkeiten herauszuhalten. Er konvertiert zum Katholizismus, um sie auf eine Konfessionsschule schicken zu können. Ich wollte immer heiraten, zwei Kinder bekommen und ein schönes Zuhause haben. Sie wuchs in sehr guten Verhältnissen auf. Aber als Teenager fing sie an, diese Typen zu treffen, die schicke Klamotten, Schmuck und coole Autos hatten. In meinem Viertel gaben sie den Ton an. Man wusste genau, wer das ganze Geld bekam. Man sah ja, wer die Cadillacs fuhr, die Pelzmäntel trug und die tollen Sachen hatte. Anzüge, Hüte und Schuhe, obwohl er nie arbeiten muss. Da muss man nur zwei und zwei zusammenzählen.
Von irgendwoher muss er es haben. Also macht er irgendwas. Thelma Wrights Gangsterausbildung beginnt nicht im Drogen, sondern im Wettgeschäft. Damals spielte fast jeder Zahlenlotto. Ihr wisst schon, Zockerwetten. Die staatliche Lotterie gab es damals noch nicht. Deshalb war das ein Riesengeschäft. Man konnte damit viel Geld machen. Bevor die Mafia in Philadelphia sich aufs Drogengeschäft verlegte, kontrollierte sie das Wettgeschäft. Ein Bote lief durchs Viertel, um die Zahlentipps und Wetteinsätze einzusammeln. Die Tipps bezogen sich auf die Geldsummen, die jeden Tag auf der Pferderennbahn auf Sieg, Platz oder Einlauf gesetzt wurden. Um zu gewinnen, musste der Tipp der letzten Stelle vor dem Komma den 3-Tages-Gesamtsummen entsprechen. Nehmen wir als Beispiel 3-1-0. Man konnte auf die erste Zahl setzen, also die 3. Man konnte auch auf die letzte Zahl setzen, die 0. Oder man konnte auf die ganze Zahlenfolge setzen. Wenn am Ende 0-3-1 rauskam, bekam man einen prozentualen Anteil, abhängig vom Wetteinsatz. Thelma Wright kann gut mit Zahlen. Nach dem Mord an ihrem Mann sieht sie sich genau an, wie man das Beste aus ihnen herausholt. Wenn man das Heroin streckte, konnte man daraus die 14-fache Menge machen. Das heißt, bei 1.000 Dollar Einsatz konnte man durch das Verschneiden 14.000 Dollar damit machen. Das ist eine Menge Geld. Ich dachte, sie wollte nur etwas mitmischen, aber sie übernahm das Geschäft. Es ging um unser Überleben und darum, voranzukommen. August 1987. Die Polizei von Philadelphia beginnt eine flächendeckende Fahndung nach einem Serienmörder. Sein Ziel sind junge Afroamerikanerinnen. Sein Jagdrevier ist der Nordwesten Philadelphias, wo auch Thelma Wright aufwuchs. Als die Polizei den Mann, der in den Medien Leichensammler genannt wird, schnappt, ist Thelma Wright längst kein potenzielles Opfer mehr. Sie ist selbst ein mit allen Wassern gewaschener Gangster. Thelma Wright leitete eine sehr große Organisation, die von Philadelphia aus agierte, aber in den gesamten USA Geschäfte machte. Sie versorgte einen großen Teil der Bevölkerung mit Heroin und Kokain. Sie wollte ein anderes Leben für sich und ihren Sohn. 9. August 1986. Die Leiche von Thelma Wrights Mann wird eingerollt in einem Teppich gefunden. Der Black-Mafia-Anführer wurde in den Kopf geschossen und sterbend zurückgelassen. Zwischen seiner Ermordung und dem Begräbnis kam einer seiner Leute zu mir und brachte mir eine Tasche. Er sagte, das sind alte Schulden. Und jetzt? Ich schaute ihn an und sagte, was meinst du damit? Er sagte, wir müssen doch von was leben, wir müssen weitermachen. Jackie Wright war mehr als ein Jahrzehnt im Drogengeschäft gewesen. Er hatte Kunden, Verbindungsleute und loyale Mitarbeiter. Mir ging durch den Kopf, ich habe ein Kind. Ich kann mich nicht hinlegen und sterben. Ich muss mir was überlegen, ich muss weitermachen. Gleich nach der Beerdigung ihres Mannes beruft sie ein Treffen mit seinen Leuten ein. Sie erklärten mir, wie wir es machen können, damit ich sicher war. Sie garantierten mir, dafür zu sorgen, dass es keine Probleme gibt. Und ich sagte, okay, gut, so lief das damals. Ich kannte einige von Jackies Partnern, nicht alle, aber ein paar. Wir führten die Geschäfte einfach wie bisher weiter. Sie hatte gesehen, wie er das Geschäft führte und wer seine Kunden und Bezugsquellen waren. Deshalb war es für Thelma leicht, seine Rolle zu übernehmen. Thelma fliegt nach Kalifornien zurück und arrangiert ein Treffen mit einem der wichtigsten Kontakte ihres verstorbenen Ehemanns. Eine Frau, die sie nur unter dem Namen Auntie kennt. Sie war Jackies Mittelsfrau und dann meine. Aber sie wurde auch zu einer Ersatzmutter für mich und zu einer Großmutter für meinen Sohn. Wenn man sie sah, wäre man nie auf die Idee gekommen, dass sie irgendetwas mit kriminellen Geschäften zu tun hat.
Eine stille, unscheinbare Dame. Niemand hätte je vermutet, womit sie ihr Geld verdient. Auntie versorgt Thelma Wright mit kiloweise Heroin, das diese wiederum an ihre Leute weitergibt. Sie sorgten dafür, dass es dort ankam, wo es hin sollte, und gaben uns danach das Geld. Ich hatte keine Straßenecke, sowas habe ich nie gemacht. Ich habe nur nach Gewicht verkauft und nur an Käufer, die das nötige Geld dafür hatten. Wer das nicht hatte, mit dem habe ich auch keine Geschäfte gemacht. Auch nicht mit Leuten, die mir nicht geheuer waren. Da sie neben dem Drogengeschäft noch ihren Sohn aufzieht und ein legales Geschäft leitet, beginnt sie, ein Doppelleben zu führen. Thelma war schon immer eine Geschäftsfrau, egal um was es ging. Sie hatte einfach ein Händchen fürs Geschäft. Was sie sich vornahm, hat sie auch geschafft. Ich habe nie eine Waffe getragen. Aber es gab Leute, die ich anrufen konnte, wenn ich ein Problem hatte. Und die anderen wussten das. Es war allgemein bekannt, dass ihr verstorbener Mann in Verbindung zur Black Mafia stand. Die meisten Leute denken, dass es im Drogenhandel nur Männer gibt. Soweit ich weiß, gab es in den oberen Rängen auch tatsächlich nur ganz wenige Frauen. Aber Thelma stieg richtig tief ein und kam sehr weit. Sie spielte ganz oben mit. Ich hatte ein Haus hier an der Ostküste, aber auch eins an der Westküste. Ich hatte Lakers- und Sixers-Tickets. Ich genoss das Leben. Sobald das Drogengeschäft sich eingespielt hat, beginnt sie, das Angebot für potenzielle Kunden zu erweitern. In den 80ern gingen viele Leute zu Boxkämpfen, vor allem, wenn man Geld gewinnen konnte. Bei einem Schwergewichtskampf in Las Vegas lernt sie einen Mann namens Dee kennen. Wir gingen miteinander aus. Ich erfuhr, dass er in derselben Branche war wie ich. Wir fingen an, miteinander auszugehen, und irgendwann erzählte sie mir, was sie machte. Dann haben wir beide Geschäfte miteinander gemacht. Ich handelte mit Heroin, er mit Kokain. Er meinte, dass wir ja vielleicht noch mehr Geld verdienen könnten. Thelma Wright fühlt sich dank des leichten Erfolgs schnell zu sicher. Wenn man jung ist, glaubt man, dass alles ewig dauert. Als die Dinge anfingen, schief zu laufen, ging es sehr schnell. 1, 2, 3. 1986 beginnt Thelma Wright ihre Gangsterkarriere, nachdem ihr Mann kaltblütig ermordet wurde. Sie übernimmt seine Kontakte, um sich kiloweise reines Heroin zu besorgen, seine Kunden und seine Leute. Schon bald erweitert sie das Geschäft. Jackie hat schon vor langem gesagt, solange keine Leichen auftauchen, ist alles gut. Solange niemand getötet oder gekidnappt wird, hat man kein Problem. Ein Jahr nach Jackie Wrights Ermordung lernt sie bei einem Boxkampf in Las Vegas einen neuen Mann kennen. Sie nennt ihn nur Dee. Er ist auch im Drogengeschäft, versorgt aber eine andere Klientel. Er handelte mit Kokain. Zusammen mit Jackie hatte Thelma Wright den Beginn des Crackbooms in Philadelphia erlebt. Sie nannte mir einen Preis, zum Beispiel $40.000. Und ich sagte ihr, dass ich den Preis unterbieten kann. Ich gebe es dir für $30.000. Ich sprach mit meinen Leuten in L.A., aber sie konnten diesen Preis nicht schlagen. Ich bekam einen besseren Preis, weil wir ein Paar waren. Dank der Crack-Invasion ist Kokain jetzt die angesagte Droge. Auf der Straße wird immer mehr verkauft und der Preis sinkt immer weiter. Anfangs lag der Preis noch bei $60.000 pro Kilo. Bisher wurde nur wenig unternommen, um den sich rasant ausbreitenden Kokainhandel zu stoppen. Die Verkaufszahlen gingen rauf. Es lief immer schneller. Immer mehr Frauen brachten ihre Freunde damit in Kontakt. Die Preise fielen von $50.000 auf $13.000, stürzten also ab. So bekam ich mit beidem zu tun. Wir handelten jetzt nicht mehr nur mit Heroin, sondern auch mit Kokain. Wir machten beide eine Menge Geld. Thelma Wrights Geschäft blüht an der West- und der Ostküste. Thelma Wright wird von Auntie, ihrer Heroinlieferantin in Los Angeles, und Dee, ihrem neuen Kokainlieferanten in Oakland, gut versorgt.
Jetzt braucht sie nur noch eine Methode, um die Drogen schnell nach Osten zu ihren Kunden in Philadelphia und New Jersey zu schaffen. Sie transportierte die Drogen per Post und Federal Express durchs Land. Für die Drogenpakete nutzten wir die Post. Für das Geld meistens FedEx, weil man sich bei FedEx sicher sein konnte, dass sie am nächsten Tag pünktlich zustellten. Die Post war da zu unsicher. Ich wusste nichts davon, vor allem nicht von der Post. Da arbeitete ich nämlich. Ihr Bruder Skip Brown hatte schon sein ganzes Leben bei der Post gearbeitet. Das schockierte mich schon ein bisschen, vor allem um was für riesige Mengen es sich handelte. Das lief damals so. Sie fragen, was im Paket ist. Lebensmittel, Bücher. Man sagt es ihnen, sie stempeln es darauf und gucken nie nach. Sie frankieren das Paket und schicken es los. Thelma Wrights Mitarbeiter kümmern sich um die Abholung der Pakete. Sie benutzten falsche Namen, häufig auch falsche Adressen. Vor Ort standen dann immer schon Leute bereit, um die Päckchen in Empfang zu nehmen. Danach packen sie Thelma Wrights Gewinnanteil in einen FedEx-Umschlag und schicken ihr das Geld per Express. Nach diesem Schema baut sie ihr Imperium auf. Das Geld nutzt sie unter anderem, um ihren Laden in Los Angeles zu vergrößern und Comedy-Shows in Philadelphia zu produzieren. Wir engagierten Bill Bellamy, Joe Torre, Komiker aus dem ganzen Land. Es lief echt gut. Ihre vielfältigen Aktivitäten bringen Philadelphias Gangster Queen um die $400,000 pro Monat ein. Ich hatte das Haus in Los Angeles und das Haus hier in Willingboro, New Jersey. Ich hatte zwei Mercedes-Benz, ein Cabrio 560 SL und einen 190E. Hier hatte ich noch einen Volvo Kombi, der hinten einen Kindersitz für meinen Sohn hatte. Ich hatte in meiner Kindheit jede Menge Spaß. Ich war ein Einzelkind, dem es an nichts fehlte. Jackim war das reiche Kind der Familie. Er wurde jeden Tag mit der Limousine zur Schule gefahren. Wir waren sowas wie Stars. Thelma auf jeden Fall. Eine einzige große Party. Ich hatte geschäftlich viel mit Plattenfirmen und Entertainern zu tun. Wenn jemand sagte, lasst uns dieses Wochenende nach Ägypten fliegen, dann taten wir das einfach. Alles war möglich. Wir hatten jede Menge Spaß. Dann wurde es ein bisschen ernster. Ich sprach mit ihrem Sohn. Er suchte nach einer Vaterfigur und fragte, ob ich sein Vater sein werde. Ich sagte ja. Dann wurde es wirklich ernst. Und ich fing langsam an, mich aus der Beziehung zurückzuziehen. Die und ich waren kein Paar mehr. Ihre Geschäftsbeziehung und den Kokainhandel führen sie aber weiter. Ende der 80er ist Thelma Wright wieder Single. Sie kehrt in ihre Vergangenheit zurück und verbringt wieder mehr Zeit in Philadelphia. Bei einem Basketballspiel der Sixers in Philadelphia sehen ich und meine Freundin diesen Typen. Er kommt rüber und sagt, dass sein Name Aaron ist. Aaron Jones, alias Jay, ist quasi ein direkter krimineller Nachfahre von Thelma Wrights ermordetem Mann. Laut Behörden ist er der wichtigste Mann einer neuen kriminellen Organisation in Philadelphia. Bekannt als JBM, die Junior Black Mafia. Für die Behörden stand JBM für Junior Black Mafia. Für die Jungs hieß es Just Blowing Money, also Geld auf den Kopf hauen. Sie waren ein paar Jahre jünger als ich und übernahmen die Kontrolle im Drogengeschäft. Thelma Wright behauptet, dass Jay keine Ahnung hatte, dass sie in Philadelphias Drogengeschäft direkte Konkurrenten waren. Er wusste nichts von meinen Geschäften. Er dachte, dass mein Mann mir genug Geld hinterlassen hat. Eine Beziehung mit Jay anzufangen bedeutet, an den Ort ihrer ersten Ehe zurückzukehren. Einen Ort voller Paranoia und Angst vor der Gewalt,
die im Drogengeschäft jederzeit über einen hereinbrechen kann. Ich hatte nie Angst, bis zu einem Vorfall 1991. In diesem Jahr änderte sich alles. 11. Juli 1991. Thelma Wright geht mit einigen Freunden in einen angesagten Nachtclub namens Studio West. Es war eine ziemlich üble Gegend. Als wir ankamen, war die Straße voller Menschen. Man kann auf der Straße niemandem trauen. Sogar ein 10-Jähriger kann eine Bedrohung sein, wenn er es richtig anstellt. Dann höre ich plötzlich Schüsse. Und jemand packt mich und zieht mich hinter eine Mülltonne. Ich will weglaufen, aber da steht dieser Typ und hält mir eine Knarre an den Kopf. Das Gesicht sehe ich nicht, nur die Gewehrläufe. Im Juli 1991 gerät Thelma Wright ins Kreuzfeuer einer Gangschießerei. Sie ist so nah dran, dass sie die Läufe der Waffe sehen kann, kommt aber unbeschadet davon, weil der Schütze flieht. Mein Freund Naeem wurde in dieser Nacht getötet. Bei den Behörden ist Naeem auch als James Madison bekannt, ein verurteilter Drogendealer und Mitglied der Junior Black Mafia. Er ist erst 6 Monate zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden. Er stirbt an Schüssen in Rücken und Gesicht. Das war sehr knapp. Ich habe gesehen, wie mein Freund getötet wurde. Weniger als 2 Wochen später kommt sie nochmal gerade davon. Einer ihrer langjährigen Kunden, ein Mann namens Fats, wird von der Polizei verhaftet. Die Faustregel war, niemals bei der Post nachfragen. Es ist kein seriöses Paket. Falls es nicht ankommt, sag uns Bescheid. Wir kümmern uns drum und schicken ein neues. Fats beschließt trotzdem, die Post anzurufen, als das Päckchen nicht ankommt. Der Typ rief immer wieder an, bis jemand misstrauisch wurde. Was ist so wichtig an diesem Päckchen? Als das Paket schließlich kommt, bringt es nicht die Post, sondern die Bundesbeamten, die ihn verhaften. Wir wussten, dass die Postinspektoren bestimmt anfangen würden, die Päckchen zurückzuverfolgen und herausbekommen könnten, dass wir sie verschickt haben. Jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, bekommt sie Angst. Auf der Straße sieht sie sich ständig nervös um. Wenige Wochen später verschwindet ihr Westküstenkontakt Auntie, ihre älteste Freundin im Drogengeschäft. Ich hatte länger nichts von Auntie gehört. Irgendwann sagte jemand zu mir, weißt du es noch nicht? Ich fragte, was? Und er erzählte mir, dass sie ein paar Wochen zuvor ermordet worden war. Es war genau wie bei Jackie. Sie fuhr mit jemandem im Auto irgendwo hin. Sie gingen ins Haus und dort wurden dann alle ermordet oder besser gesagt hingerichtet. Das mit Auntie hinterließ Spuren bei ihr. Man konnte es sehen. Etwas zerbrach in ihr. Es war zu viel. Im selben Jahr, 1991, wird auch ihr alter Freund Dee in Oakland von Bundesbeamten verhaftet. Ich hatte gerade meinen Enkel zur Schule gebracht. Als sie mich umzingelten, dachte ich, das war's. Ich bin tot. Er wird zu 6,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Da wurde mir klar, dass dieses Geschäft nichts mehr für mich ist. Dass ich da unbedingt raus muss, und zwar schnell. Denn was wird aus meinem Sohn, falls mir was zustößt? Was geschieht dann mit ihm? Nach einer Weile begreift man, nein, ich muss da raus. Vor allem, wenn man genau weiß, dass man etwas Falsches macht und es nur ein schlimmes Ende nehmen kann. Ich würde verlieren, alles verlieren. Deshalb habe ich aufgehört. Ich habe mich einfach umgedreht und nie zurückgeblickt. Sie beschloss, dass es zu riskant wurde. Sie machte sich Sorgen um ihren Sohn. Und deshalb krempelte sie ihr Leben komplett um. Ende 1991 steigt Thelma Wright endgültig aus dem Drogengeschäft aus. Sie hat Riesenglück gehabt. 1995 erwischen die Behörden endlich Dennis Rogers, den Hauptverdächtigen im Mordfall Jackie Wright. Er wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
Er hat unser Leben zerstört und er hat meinem Sohn den Vater genommen. Aber ich wusste, dass er damals auf Drogen war und Angst vor meinem Mann hatte. Ein ängstlicher Mann ist ein gefährlicher Mann. Mir wurde klar, dass ich ihm, um mein Leben weiterleben zu können, vergeben und sein Schicksal in Gottes Hand legen musste. Thelma Wright lässt nicht ihre gesamte Vergangenheit hinter sich, nur die dunkle Seite ihres Doppellebens. Es gab gute Zeiten und schlimme Zeiten, aber wir haben immer zusammengehalten. Jetzt versuchen wir einfach, unser Leben zu leben. 2009 beginnt sie, für eine gemeinnützige Organisation zu arbeiten, die Wohnheime und Beratungszentren für drogenabhängige und psychisch kranke Frauen betreibt. Für einige bin ich wie eine Mutter, für die Kinder wie eine Großmutter. Es gibt mir die Gelegenheit zu sehen, welche Zerstörung ich angerichtet habe. Sie dürfen nicht vergessen, dass sie mit Heroin und anderen Drogen gehandelt hat. Viele Menschen sind an einer Überdosis dieser Drogen gestorben. Für mich ist das dasselbe, als ob man jemandem eine Pistole an den Kopf hält und abdrückt. Für mich ist es eine Chance, etwas wieder gut zu machen und die andere Seite zu sehen. 2011 beschließt Thelma Wright, auch mit ihrem Sohn und ihrer Familie reinen Tisch zu machen und veröffentlicht ihre Memoiren. With eyes from both sides. Einiges davon wollte ich nicht lesen. Als sie mir erklärte, was sie getan hat, war ich überrascht. Aber als ich unser Leben Revue passieren ließ, ergab alles Sinn. Am schwersten war es, mit meinem Sohn zu sprechen. Das war das Schwierigste, das ich in meinem Leben je tun musste. Es ist ziemlich verrückt zu wissen, dass meine Mutter und mein Vater beide im Drogengeschäft waren und ganz oben mitgespielt haben. Aber ich war froh, endlich die Wahrheit zu erfahren. Wenn ich mit Leuten spreche, sage ich ihnen immer, dass sie sich aus dem Drogengeschäft raushalten sollen, weil sie niemals gewinnen können. Niemand gewinnt. Zwei Optionen, Tod oder Gefängnis. Das war's. Was anderes gibt es nicht. Die Leute, die den Ausstieg geschafft haben, kann man an einer Hand abzählen. Meine Schwester hat großes Glück gehabt. Rückblickend würde ich sagen, ich habe es getan, um zu überleben. Um für mich und meinen Sohn zu sorgen. Würde ich es wieder tun? Nein, auf keinen Fall.